So, es wird Zeit, dass wir wieder was beim bei Landschaft machen. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal Leim, weil wir werden einmal diese Platte befestigen müssen. Dann wird aufgelegt, das wird nicht drinnen. Passt, das heißt, da haben wir das Ganze weggetrieben. Jetzt holen wir uns einen Leim und öffnen den mal. Machen wir jetzt einmal. Aber wo wir das brauchen, eine kleine Leimschicht. Nicht zu viel, gerade dass er klebt. Mit dem wird. Jetzt können wir diese Platte schön drauflegen. Wieder. So, dass sie da reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal ein bisschen ein Problem habe. Haben wir sie festgeklebt. Teile sind jetzt gerade angeschmissen, aber das ist ja kein Problem, weil da ist noch ein Steck drauf. Da wollen wir wieder drauf stecken. Oben den Teil drauf stecken. Dann haltet das schon wieder. Passt. Da haltet er auch. Da haltet er auch. So. Ich sehe, da ist es schön flach. Nur wir müssen bis daher einen Tunnel machen. Wobei ich mir beim Überlegen bin, ob ich nicht da den Tunnel weglasse und mir eigentlich, was mir lieber wäre, dass ich dann da Straßen runterbauen werde. Und zwar eine Steinstraße, also ein Steintunnel, weil ich eher mehr als auf Alt getrimmt haben möchte. Passt. Das heißt, wir brauchen jetzt da noch, jetzt werden wir durchschauen, einmal von der Konstruktive. Der ist zu dünn. Vom Nachbarn was bekommen. Mal schauen. Wir haben nur so kleine Stücke, die waren jetzt schon wieder zu groß. Ja, das ist die Idee, die wir machen müssen. Das heißt, nehmen wir mal ein Stück heraus. Da mal messen. Okay. Dann gehört da noch dazu. Und die 7 cm, nicht ganz. 6,7. 6,7. Und
nur mehr Reste, deswegen verwende ich diese. Das werden wir hier stückeln. Gut, da haben wir aber noch ein bisschen mehr gerade Schneider. Das ist frisch, das können wir schon ausgleichen. Das heißt, wir kleben wir mal den nochmal an. So kommt das mal da jetzt auch noch. Das müssen wir da schnell gerade runterschneiden, weil ich eben nicht da wieder zum Beispiel gefunden habe. Weil dann haben wir da eine gerade. So. Jetzt kommt der Kleister drauf. Nein, halt. Weniger als vorher, so. Passt. So. Holzplatten in der Dicke, da ihr vielleicht noch mal Holzplatten drauf gebe, wenn man die besser bearbeiten kann, als wie das ist. Aber ich weiß nicht, jetzt brauchen wir da natürlich, warte mal, wir schauen, wie das Stück da noch reinpasst. Ja, das könnte ich da aus, da hin, wenn ich das da ausbeule. Dann müsste eigentlich da schön reinpassen. Aha, das habe ich jetzt das Problem. Passt schon. Das heißt, da erstens einmal müssen wir. Ihr seht, ich mache das jetzt auch immer B. Weil das muss ja jetzt nicht gleich 100% passen. Es geht jetzt darum einmal, dass wir die Landschaft auf das Level kriegen. Aha, jetzt mal weiter da. Dass wir die Landschaft auf das Level kriegen, was ich jetzt haben möchte. Wenn ihr das Video über den Gleisplan angeschaut habt, dann wisst ihr, dass ich geplant habe. Ich habe ein paar Stücke weg, ja. Geplant habe, da einen Berg zu machen und da einen Berg zu machen und da eher Flachland. Warum lasse ich das drunter? Weil es so stütze ist. Deswegen lasse ich das drunter. Aber zwischen das bringt nichts.
Ich meine, jetzt hätte ich alles erwachsen, nehme ich mal an. Also brauche ich jetzt echt nicht erzählen, dass ich immer von euch wegschneiden soll. Sprich jetzt nicht zu den Fingern. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man mal wieder das hört. Mal schauen. So gut, ich kann Karl leider nicht so lange stehen, weil ich Schmerzen habe. Und das ist so gut, so schnell wie möglich einmal die Landschaft weg. Hopp, zumindest ist das Grundgerüst, damit ich einmal das ganze Board sehe, was ich da habe. Jetzt haben wir im Prinzip, ja, da kann ich noch, wenn ich da mit Bretter drüber arbeite, dann ist das auch erledigt. Ich will da jetzt da generell mal schauen, muss ich da auch noch was dazu fügen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal 7. Ich werde jetzt das noch ankleben, die Teile, die zwei. Dann haben wir mal ein bisschen weitergebracht. Und wir werden, dort müssen wir dann auch noch schauen, dass wir die Höhe schaffen. Da werden wir nachher das Teil noch verwenden. Da hinten können wir ja schon ein bisschen tiefer gehen. Wobei ich dann ja bis daher gehen möchte. Und da unten habe ich sowieso vorgesehen, dass das Meer hereinkommen soll. Aber wir brauchen da eine Höhe, damit wir da einen Berg haben. Den Berg haben wir im Prinzip die Höhe eh schon. Wir müssen da noch ein bisschen ausgleichen. Aber jetzt haben wir mal grob einmal in der Mitte einmal die groben Sachen gemacht. Die gehören jetzt noch angeklebt. Ja, das erspare ich euch, das mit anzuschauen. Zum Abschluss noch ein
Update, soweit bin ich jetzt einmal. Das sechste Teil wird gerade gedruckt. Wie gesagt, das Haus hat dann 51 Teile. Da habe ich probiert, mir gefällt nämlich eben diesen Rillen nicht, die der PLA-Drucker macht. Und deswegen habe ich es mit Spachtelmasse überspachtelt. Und es schaut recht gut aus jetzt, dass es glatt ist. Und es wird ja dann noch alles bemalt. Ja, 6 Stück habe ich schon. Es kann sich nur mehr um Monate handeln, dass das dann fertig wird. Aber ihr wisst ja, das ist das Projekt Bahnhof. Ja, und ich hoffe, dass das andere euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn ich da jetzt nur Porzell verklebt habe. Ja, ihr werdet dann schon sehen, dass, wie es dann alles weitergeht. Ich mache es einfach weiter und danke für den Finger nach oben oder wenn ihr ein Abo da lasst. Aber wie gesagt, es ist einiges in Zukunft noch geplant.